Der Alchemist in Bloons Tower Defense 6 hat ja eine ganz besondere Aufgabe. Und zwar ist das, andere Türme zu buffen mit seinen Tränken. Aber im heutigen Video haben wir eine neue Schadensskillung hinzugefügt mit 5 verschiedenen Upgrades, die richtig viel Damage macht später. Und außerdem werden wir natürlich die 5555 Version davon machen und gucken, wie krass der Alchemist am Ende performt. Wir machen das Ganze heute auf der Karte Frozen Over. Ich habe die Karte sehr lange nicht gespielt. Ich finde sie super geil. Und ich würde als allererstes mal einfach die 5er-Skillung vorstellen, die neue. Und danach würde ich sagen, gehen wir auf die 4x5-Skillung. Also ich habe auch Double Cash an, dass wir gut Geld machen. Und ihr wisst, wie es läuft. Wir werden auch später ein paar Cash Drops benutzen, um eine Farm oder so zu bauen. Aber erstmal gehen wir hier drauf auf Out Visibility Potion. The Alchemist improves formula, makes his eyesight much better. He can even see Camo Bloons. Das heißt, für Runde 24 keine Camo Bloon oder beziehungsweise kein Camo Bloon Problem mehr. Und er kann jetzt einfach Camo Bloons sehen. Dann gehen wir auf Reactive Formula direkt. Und zwar kostet das Ganze $320. Der Alchemist hat jetzt einfach eine noch andere Formula. Keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, er wird einfach stärker mit jedem Upgrade. Also ich glaube, wenn wir das jetzt nehmen und dann in die anderen Upgrades reingehen, wird er noch viel, viel, viel stärker. Also ich verstehe nicht genau. Da steht ja, die Formula wird immer stärker mit jedem Upgrade. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass er mit Abstand einfach immer stärker wird. Er hat jetzt bisher auch nicht so die Probleme in Runde 7 und sowas. Das Problem bei ihm sind eher so diese einzelschnellen Bloons. Das war ja schon immer das Problem. Deswegen gehe ich auf das Upgrade Acid Pool als nächstes. Jetzt hinterlässt er ja diese kleinen Pools auf dem Boden und da sollten wir auch dann gegen gelbe Bloons und so kein Problem mehr haben. Ich lasse es regnen. Jawohl, 75.000. So einfach geht das. Ich liebe meinen Modded-Account. So, wir holen uns direkt hier eine 4-2-4 Farm und ich würde sagen, wir holen uns direkt 2 davon. Die sollten dann auf jeden Fall genug Cash machen. Und jetzt können wir uns wieder natürlich auf unseren Alchemisten fokussieren. Look my two hands, heißt das nächste Upgrade. Also guck dir meine 2 Hände an. Der Alchemist realisiert jetzt, dass er 2 Hände hat und wirft jetzt einfach die doppelte Anzahl an Potions. Also er kriegt praktisch doppeltes Attack Speed. Man merkt es auch, er wirft auf jeden Fall um einiges schneller. Ich bin echt mal gespannt, wie der Alchemist am Ende performen wird, weil wir müssen ja ehrlich sein, der Alchemist ist schon ein sehr schlechter Turm, wenn es um das Poppen von Bloons geht. Aber mit dem nächsten Upgrade sollte dieses Problem auf jeden Fall behoben sein, denn er hat einfach danach Laseraugen. Das Ganze kostet 12.000, ich hoffe, das ist auch sehr stark. Der Alchemist trinkt jetzt etwas sehr Komisches und seitdem können einfach seine Augen Laser schießen. Ich gehe einfach mal drauf und Tatsache, er schießt jetzt mit seinen Augen 2 so Laser, so blaue Laserkugeln. Also es ist ein bisschen anders als das vom Superaffen. Und Performing-mäßig ist es auch eigentlich in Ordnung, würde ich jetzt sagen. Wir sind bei 1200 Pops, Runde 14, kommt aktuell nichts durch. Ich glaube, wir können das Ganze mal gegen die 30er-Runden machen. Okay, wir gehen aufs nächste Upgrade und das wäre dann, ich würde sagen, das 5er-Upgrade verwarmen wir uns noch. Wir gehen auf Lead to Gold, dass wir einfach Gold kaputt, also die Bleibloons zu Gold machen können. Dann auf Perishing Potions und Unstable Concussion. Das bedeutet, wir haben jetzt einfach dieses, anstatt so eine rote Suppe auf dem Boden, haben wir jetzt so eine lila Suppe. Wir kriegen 100 Gold, dank Double Cash, von jedem von den Bloons, was sehr, sehr nice ist. Und wir kriegen, ich würde sagen, wir gehen auf Berserker-Gebräu. Das Problem ist, er kann sich nicht selber mit einem Berserker-Gebräu buffen. Bitte, liebe Modder, falls das hier einer sieht, macht mal, wenn ihr einen Mod zu einem Alchemisten macht, dass er sich selbst mit Berserker-Gebräu und den anderen Gebräuen buffen kann, weil das wird ihn wirklich um einiges stärker machen, ohne Witz. Also das wird ihn wirklich sehr, sehr stark machen. Okay, wir sind hier in Runde 39 und er wirft halt wirklich mit einem von seinen Getränken, er wirft ja immer 2, er zerstört halt einfach Regenbogenbloons mit einem Wurf, das ist schon sehr, sehr stark. Nur jetzt kommt ein Moab und ich habe ganz stark das Gefühl, dass wir einen Moab alleine nicht kaputt kriegen. Also, wobei, ja, doch. Okay, er hat den Moab komplett auseinandergenommen. Hätte ich nicht gedacht. Und er ist gerade ein 3-3-3-4er. Eigentlich müssten wir zu seiner Hilfe später noch einen anderen Turm bauen, finde ich. Weil er hat ja gar keinen Value von der oberen Skillung, wenn wir mal ehrlich sind. Außer bigger Potions. Okay, wir gehen jetzt auf Rubber to Gold. Jetzt sieht er auf jeden Fall, ich finde, das ist mit die coolste Skillung nach Bloom Master Alchemist vom Aussehen vom Alchemisten. Also er sieht halt einfach aus wie so ein cooler Typ mit seiner goldenen Brille. Ich feiere es einfach. Dann gehen wir, Transforming Tonic würde ich mir für den Schluss verwahren, weil dadurch wird er ja dann wirklich richtig stark. Wir gehen auf Stronger Stimulant, das bringt uns eigentlich nichts. Permanent Gebräu bringt uns auch nichts, außer ein bisschen mehr Range, was jetzt eigentlich ganz nice ist. Und ihr seht, er kann auf jeden Fall die unsichtbaren Bloons auch abwerfen, wegen der allerersten Skillung. Wie hieß sie nochmal? Ist ja auch egal, wie die Skillung hieß. Wir gehen auf jeden Fall jetzt als nächstes in
Wo gehen wir rein? Komm, wir gehen in die neue Fünferskillung. RBE equals Pop Squared. Highly Reactive Formula spells the end of Bloons. Okay, ich bin mal gespannt. Also er müsste dadurch... Okay, er rastet auf einmal komplett aus. Ich mach mal normale Geschwindigkeit. Er schießt wirklich sehr, sehr, sehr schnell jetzt mit seinen Laseraugen die Sachen. Außerdem macht das auf dem Boden, diese ganzen Getränke machen, auch übertrieben viel Schaden. Dann würde ich sagen, gehen wir auf den Blumenmeister Alchemist. Aber erstmal würde ich sagen, wir warten mal, bis wir so, ja, wie weit wir einfach kommen. Ich hätte jetzt gedacht, wir schaffen wahrscheinlich so bis Runde 80 zu kommen. Und dann kriegen wir wahrscheinlich Probleme, aber vielleicht auch nicht, weil kann auch sein, dass er komplett überperformt. Ich habe gerade gemerkt, gegen Runde 76 passiert Folgendes. Ich zeige es euch einmal. Wir haben zu viel AOE-Schaden. Also mit AOE meine ich, wir attacken alle Bloons gleichzeitig. Und deswegen haben wir nicht genug Schaden auf einen einzelnen Bloon. Und jetzt regenerieren die sich immer wieder. Und es sind einfach viel, viel zu viele. Und wir sterben in Runde 76, weil wir unendlich viele von diesen Bloons regenerieren. Deswegen müssen wir jetzt auf Transforming Tonic gehen. Oh, und ich bin direkt auf Total Transformation gegangen. Das wollte ich nicht. Wir gehen nochmal hier auf den. Bloommaster Alchemist lassen wir auch mal weg. Also, Permanent Gebräu, Transforming Tonic, Rubber to Gold und unten auf RBE equals Pop Squared. Und wir schicken es jetzt einfach mal los und ich hoffe, sobald die Fähigkeit ready ist, und ich hoffe, die Fähigkeit wird ready. Ich glaube, die Fähigkeit wird nicht ready. Ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, schnell Energizer. Okay, Energizer hat uns kurz das Leben gesaved. Jetzt mit der Fähigkeit sollten wir das Ganze aber schaffen. Es gibt eine Revanche. Also ich mache nochmal Runde 75, 76. Und jetzt mit Fähigkeit, kriegen wir die mit Fähigkeit hin? Eigentlich schon, ne? Ja, okay. Er hätte sie also easy mit Fähigkeit hingekriegt. Er ist jetzt in seiner ultimativen Form. Beziehungsweise gibt es ja noch die Total Transformation. Das ist ja nur die kleine Transformation. Er wird also nochmal um einiges stärker, wenn wir Total Transformation holen. Und wir haben noch Bloommaster Alchemist, der natürlich auch mega hilft. Ich glaube, unser größtes Problem ohne Mist wird später... Come on. Oh mein Gott, da geht was durch. Wird später der BAD. Den BAD kaputt zu kriegen wird richtig schwer, weil wir halt einfach... Wir haben sehr guten Damage, vor allem später mit Bloommaster Alchemist. Ich muss die Fähigkeit aktivieren. Und wir machen ja alles bis auf BADs zu kleinen roten Bloons. Das heißt, wir haben eigentlich keine Probleme, bis auf vielleicht Regenbogenbloons. Aber das Problem fixe ich jetzt, indem ich mir MIB hole und hier Dschungeltrommeln, dass wir schneller werfen. Und er ist, also guckt euch bitte die Laseraugen an, sowas von ultra stark. Ich hole jetzt hier noch einen Ultra Boost und einen normalen Boost und buff ihn auch nochmal mehr. Da geht was durch. Aber wir sterben nicht, wir haben so viel Leben. Oh mein Gott, okay, wir haben trotzdem 400 Leben getankt. War ganz schön hart. Okay, Runde 80, guckt euch bitte an, was wir mit dem ZOMG machen. Wir ballern den einfach komplett weg und wir haben noch nicht mal Bloommaster Alchemist geholt. Ich gehe jetzt noch auf Total Transformation. Dadurch können wir jetzt die Verwandlung noch stärker machen und er kann theoretisch 5 andere verwandeln, was ich auch mal mache. Also ich mache mal hier 1, 2, 3, 4, 5. Er kann jetzt diese 5 Bloons, oder nicht Bloons, diese 5 Droiden auch verwandeln. Die werde ich jetzt noch mit, warte mal, hat er Range dafür? Er hat da keine Range für. Wie mache ich das am besten? Ich hole mir hier einen Support-Turm. Und mach das Ganze so. Er braucht nämlich ein bisschen mehr Range. So, jetzt sind alle in Range, oder? Ja, jetzt haben alle den Buff. Er hat auch den Buff. Okay, perfekt. Wir lassen ihn so. Ich finde es so süß mit den zwei kleinen Händen, die da aus dem Sonnenavatar rauskommen. Er hat mittlerweile 5 Stacks, also er ist gut am Ballern. Ich werde hier oben, außerhalb seiner Range, jetzt noch einen 5er Sungot bauen. Den baue ich unten drauf, hier noch einen oben drauf, das reicht auch vom Geld her. True Sungot, True Support Sungot, hier noch ein Affendorf zwischen, so. Das reicht nicht von der Reichweite her. Jetzt hat er alle Buffs, er braucht noch 3 Buffs insgesamt hiervon. Wir holen uns die Heimatverteidigung, wir holen uns natürlich auch Call to Arms, dass er da auch noch die Buffs kriegt. Und ich würde sagen, wir machen da auch überall ein Techbot jeweils drauf, dass er natürlich noch permanent die Buffs hat. Wir warten also, bis die Heimatverteidigung bei 50% ungefähr ist. Dann werden wir das ja auch, dann werden wir das andere auch automatisieren. Und zwar jetzt. Dann, um die Buffs noch schneller zu machen, hole ich hier jetzt hier einen Energizer. Der sollte eigentlich die Lane nicht hitten. Das heißt, der dürfte eigentlich keinen Schaden machen. Der sorgt nur dafür, dass die Buffs schneller von dannen gehen. Also, dass der Cooldown schneller runtergeht. Und jetzt ist schon
die ganze Map rot. Also guckt euch mal bitte an, wie absolut crazy das Ganze hier aussieht. Der ist sowas von am Durchwerfen alles. Die ganze Strecke ist voll. Der macht natürlich auch ein bisschen Damage. Der hier auch, aber nicht wirklich viel. Und wenn ich jetzt die Fähigkeit aktiviere, warum verwandelt er... Müssen es Alchemisten sein? Normalerweise pfeifen hier bei den Monkeys. Warum? Ach so, ich glaube, ich darf nicht auf Poplars gehen, oder? Ich glaube, nur Tier 3 Türme. Ja, ich glaube, nur Tier 3 Türme. Wir machen das Ganze dann mal mit Ninjan. Und zwar... Ja, am besten baue ich die hier hin, oder? Irgendwie, dass die noch in Reichweite von den Tempeln sind. 1, 2, 3, 4, 5. Und die sollen sich jetzt alle nochmal gegenseitig buffen. So, und wenn ich die jetzt verwandle, dann müssten die alle... Genau, die werden jetzt zu denen und die müssten auch ultra viel Schaden machen. Das heißt, ich werde die Fähigkeit auf ihnen natürlich auch machen. Und das ist immer noch nicht die 4x5 Version. Ich kann jetzt noch den Blue Master Alchemisten holen, aber den hole ich erst nach Runde 100. Okay, der BAD, guckt euch den Schaden an. Guckt euch, wie der Schaden nach oben... Guckt euch an, wie der Schaden nach oben geht. Oh mein Gott, er macht so viel Damage. Und der BAD ist kaputt. Okay, Blue Master Alchemist, das ist der ultimative 4x5 permanent Total Blue Master Pop Squared Alchemist. Ist jetzt ein sehr komischer Name, aber ich nenne ihn einfach mal so. Beziehungsweise ich nenne ihn einfach den 4x5 Alchemisten. Und ich glaube, jetzt wird er ziemlich krass performen, weil wir ja die ultimative Version gemacht haben und er die ganze Zeit auch noch die fünf Ninjas verwandeln kann. Wenn wir hier noch einen Permanent-Gebräu-Buff draufkriegen, aber es geht leider nicht. Es kann leider keiner von denen gebufft werden. Es ist sehr, sehr schade. Also die sind ja eh alle permanent gebräut, aber er ja halt einfach nicht, was natürlich echt schade ist. Übrigens, für wenn ihr Total Transformation geht, nimmt immer Ninjas, weil Ninjas sind die besten, soweit ich weiß, war das zumindest sehr lange so, die besten, weil ihr da auf Shinobi Tactics gehen könnt. Und dank Shinobi Tactics macht ihr viel mehr Schaden. Okay Leute, ich musste das Ganze jetzt nochmal auf einer anderen Karte machen, weil mein Game gecrashed ist. Wir werden das Ganze jetzt hier einfach mal im Sandbox testen. Wir haben 999 Millionen Leben und beziehungsweise 9,9 Millionen Leben. Und ich würde sagen, wir testen das Ganze gegen Runde 150. Es ist die 4x5 Version, komplett ultra geboostet. Ich buffe jetzt und auf die Plätze, fertig. Go. Ich rufe jetzt Runde 150 und ich glaube, das sollten wir eigentlich schaffen. Ich werde die andere Fähigkeit hier jetzt noch aktivieren. So, und ja, wir zerstören. Come on. BADs kommen relativ weit, aber wir machen das Ganze immer noch ganz gut. Also, ich würde sagen, Runde 150 waren schon easy. Runde 200 sollte auf jeden Fall auch drin sein. Runde 200 starten. Ich aktiviere wieder alle Fähigkeiten. Und go. Schaffen wir einen gepanzerten BAD aus Runde 200. Come on. Bitte, bitte, bitte. Wenigstens ein. Ich aktiviere jetzt noch hier die kleine Heimatverteidigung, Call to Arms. Und ich buffe ihn nochmal. Nochmal Verwandlung. Okay. Mit Heimatverteidigung. Oh mein Gott. Er geht nicht kaputt. Come on. Geh bitte kaputt. Bitte, 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 bitte. Sei einmal krass, Alchemist. Einmal. Es ist traurig. Wir schaffen Runde 200 nicht. 150 schafft er. Aber gepanzerte BADs sind ihm zu hart. Normale Blooms wird er easy schaffen. Also wenn ich jetzt beispielsweise... Ich schicke einfach mal Runde 256. Guck dich das an. Kein Problem. Okay, die sind ein Problem. Okay. Ich habe zu viel erwartet vom Alchemisten. Trotzdem absolut okay Performance, hätte ich jetzt gesagt. Für einen Alchemisten, dafür, dass er wirklich zwei Skillungen hat, die absolut... keinen Schaden machen. Also die obere macht ja wirklich gar keinen Schaden und die untere macht ja wirklich nur Schaden gegen Nicht-BADs. Also eigentlich hat er nur die Mitte und die neue 5er-Skillung. Dafür finde ich schon ganz nice performen. Morgen gibt es nochmal ein Video zu Dirk. Ich habe mir schon was Cooles ausgedacht. Leute, das soll es gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Mein Ziel sind dieses Jahr die 20.000 Abonnenten hier auf diesem Kanal und deswegen, es sind echt viele nicht abonniert. Ich würde mich super freuen über ein Abo und wir sehen uns morgen wieder. Habt einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ciao.